Die Welt ist ein seltsamer Ort. Hi, mein Name ist Master Jam und ich habe etwas Eigenartiges im Internet gefunden. Ich bin ja ein weltoffener Mensch. Ich habe schon viele verstörende Dinge gesehen und getan. Aber dieses Mal ist es komplett anders. Bevor ich euch jetzt zeige, was ich gefunden habe, möchte ich euch kurz erzählen, wie und warum ich es gefunden habe. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ich war vor kurzem zu Besuch bei meinem Bruder in Bochum. Wir hatten ein paar Freunde zu Besuch und haben uns einen gemütlichen Männerabend gemacht. Mit viel Bier, Schnaps, Unterberg und dem 5-stündigen WWE Royal Rumble. Danach hatten wir noch nicht so wirklich Lust auf Feierabend und weil die Laune sehr gut war, haben wir noch den Film New Kids Turbo geguckt. Also ihr seht schon, wo das Niveau an diesem Abend hingelaufen ist. Danach hatten wir mittlerweile 2 Uhr früh und wir hatten immer noch nicht den Sinn nach Feierabend. Wir haben uns aus welchem Grund auch immer die Frage gestellt, was kommt eigentlich dabei raus, wenn man Scheiße auf YouTube sucht? Wir haben dann einfach mal nachgeschaut, aber nicht das deutsche Wort Scheiße und auch nicht das englische Wort Shit, weil Shit könnte ja auch Drogen bedeuten, sondern wir haben nach Scat gesucht, dem umgangssprachlichen Wort für Code. Also nochmal zusammengefasst, wir saßen zu fünft, leicht angetrunken und mit guter Laune bei meinem Bruder und haben auf YouTube nach Scheiße gegraben. Und haben das hier gefunden. Wow. Glaubt mir, wir haben genauso geschaut wie ihr jetzt gerade und haben uns wirklich halb tot gelacht. Wir fanden das Ganze nicht nur total verstörend, sondern auch unglaublich unterhaltsam. Ihr könnt mir glauben, ich habe lange nicht mehr so gelacht wie in dieser Nacht. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte Bauchschmerzen vor Lachen. Und außerdem diese Sprachnachricht hier von Marvin auf dem Handy. Klingt nach einem guten Song, oder? Wir wollten uns dann schlau machen. Wir wollten wissen, was ist das bitte? Ja, genau. Was ist das bitte? Das klingt ja wie, als würde das eine Klimaanlage singen. Es ist genau das Gegenteil von dem, was wir sonst hören. Und wahrscheinlich von dem, was ihr hört. Es ist das Gegenteil von allen existenten Musikrichtungen. Am interessantesten fanden wir erstmal den Fakt, dass dieses Video 570.000 Aufrufe hat. Aber irgendwie nur 20 Leute vor der Bühne stehen. Noch besser, und wo wir noch mehr Tränen gelacht haben, waren die Top-Kommentare unter diesem Video. Is this real life? Die Engelsstimme des Sängers bringt Tränen in meine Augen. Ja, mir auch. Vor allem bei der Stelle hier singt er sich voll in mein Herz. Die Welt ist ein sehr seltsamer Ort. Ich habe so viele Fragen, die nicht beantwortet werden können. Unglaublicher Text. Krass, diese unglaubliche Stimme. Ihre Eltern müssen sehr stolz sein. Der Musiktechniker auf der Side Stage hat das wirklich gut gemixt. And that's how I met your mother. Ich habe meine Jungfräulichkeit verloren, während ich diese Band gehört habe. Also da würde ich mein erstes Mal auch nie vergessen. Er klingt wie ein Frosch und ein Schwein. Es ist wunderschön. Was ist das? Warum ist das? Ey, glaub mir, das in den Kommentaren geht ewig so weiter. Aber jetzt mal im Ernst. Was ist das? Warum ist das? Das Ganze muss doch mehr sein, als nur die Songs, die mir meine Oma immer vor dem Schlafengehen vorgesungen hat. Also, ich kläre euch mal auf. Die Musikrichtung heißt Grindcore. Grindcore ist ein Musikstil, der seine Wurzeln im Hardcore-Punk und im Crustcore der frühen 80er Jahre hat. Er entstand nahezu gleichzeitig in Großbritannien und in den USA. Die Idee für diese Musik entstand an 2 Orten gleichzeitig? Die Grindcore-Szene ist eine Underground-Kultur. Ach was. Es wird als Subgenre des Metal angesehen. Es kommen Schlagzeug, E-Gitarre und E-Bass zum Einsatz. Der Gesang ist oft bis zur Unverständlichkeit verfremdet. Ach was. Richtung entdeckt. Und ich möchte jetzt bei allen stimmen. 1, 2, 3, 4.
Die Liedtexte waren anfangs meist sozialkritisch und politisch links ausgerichtet. Im Laufe der Zeit entwickelten sich Subgenres, die das thematische Spektrum um pornografische und an Gore- und Splatterfilme angelehnte Texte erweiterten. Ach, deswegen haben Leute dazu ihr erstes Mal. Seid ihr auch schon geil geworden beim Hören? Schreibt's in die Kommentare. Das Festival, auf dem diese Bands spielen, heißt übrigens Obscene Extreme und ist in Tschechien. Es findet jedes Jahr von Mai bis September statt. Okay, nein, Spaß. Aber jetzt mal im Ernst. Für diesen Einsatz, den ich hier biete, ist das völlig realistisch zu erreichen. Wenn dieses Video hier, das hier, 3000 Likes bekommt, dann werde ich 2020 mit meinen Jungs dorthin fahren und einen Festival-Vlog drehen. Im Ernst, ich mache das. Und meine Jungs haben auch schon gesagt, sie sind dabei. Also, wenn ihr uns dort sehen wollt, smasht den Like-Button und sagt allen euren Freunden, dass sie dieses Video hier liken sollen. Überlegt ihr euch zusammen am besten, wie man es schafft, dass dieses Video hier 3000 Likes bekommt. Ich gebe zu, das ist für mich sehr viel, aber überlegt es euch. Der Typ da in der ersten Reihe, das könnte ich sein. Na gut, wollen wir mal fair sein. Scat ist jetzt die einzige Band, die ich euch von dieser Musikrichtung gezeigt habe. Es gibt auch wirklich Bands in dem Bereich, die richtig singen können. Nathan is called Being Vegetable. Ohne Scheiß, 3000 Likes. Ich frage nach einem Presseausweis. Ich bringe euch Bilder aus der ersten Reihe. In der Nacht, wo wir da bei meinem Bruder waren, haben wir noch weitere Videos von diesem Festival geguckt. Ich kann das eine leider gerade nicht mehr wiederfinden. Auf jeden Fall beim Headliner war der Platz komplett voll. Und es war irgendwie ein Typ, der nackt am Andreaskreuz hing auf der Bühne. Und während des Konzerts ist er auf einmal umgefallen und der wurde dann wieder aufgestellt. Dazu habe ich jetzt nichts weiter zu sagen. 3000 Likes und der Typ auf dem Andreaskreuz könnte ich sein. Aber kennt ihr nicht diese Situation? Ihr seid unterwegs, seht nachdenkliche Menschen irgendwo sitzen, vielleicht mit Kopfhörern auf und ihr fragt euch, was haben sie wohl gerade im Kopf? Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Was ist eure Meinung zu dieser Musikrichtung und zu diesem Video hier? Wie war eure Reaktion, als ihr gerade das erste Mal diese Videoausschnitte gesehen habt? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, es würde mich wirklich interessieren. Haut auf den Like-Button und sorgt dafür, dass dieses Video bis nächstes Jahr 3000 Likes bekommt und ihr seht mich dort vor der Bühne. In der Endcard gibt es noch ein paar Videoempfehlungen, haut raus! Like und abonnier, YouTuber! Like und abonnier, YouTuber!